Wegen Verletzung muss die Fechtszene leider gestrichen werden. Biete dafür einen Besuch im berühmten Goldmachergässchen an, sagen wir mal in den Jahren von Kaiser Rudolf II., der Wissenschaftler, Künstler und Schwindler aus aller Welt nach Prag holte, weil er sie mochte und noch dazu hoffte, dass einer von ihnen das Elixier des ewigen Lebens für ihn finden werde. Und wenn wir schon einmal im Alchemistengässchen sind, also beim Thema Zauberei und Magie, dann gehört dazu auch jener berühmte und ganz und gar unheimliche Riese, den der Rabbi Löw aus Lehm formte, der Golem. Zwar hat sich das nicht hier im Goldmachergässchen abgespielt, aber wir Skriptautoren müssen eben mit unserer Fantasie springen. Was der Golem war, das weiß ein jeder. Rabbi Löw hat ihn aus Lehm gebaut. Für die Mumme sah er als ein Köder, die sein Lebenselixier geklaut. Doch der Golem, statt sie zu belauern und sie vielleicht abzumurksen gar, war verliebt in sie und zu bedauern, weil sie scharf auf andere Männer war. Gegen Abend schlich er zu der Mumme, fand sie mit dem schicken Offizier. Und aus Eifersucht, das war das Dumme, macht er kalt sie und den Kavalier. Drauf schlug ihn ein Regiment in Ketten, auf der Pritsche weinte früh bis spät. Und er starb aus Gram nach der Koketten. Zwei Versionen gibt es, wie er's tät. In das Wasser ging er nach der einen, dunkte einzig und wurd wieder lehm. Nach der anderen wurd er lehm vom Weinen, tunkte sich erst dann ein je nachdem. Ich wusste gar nicht, dass Schreiben so eine Arbeit ist. Ja, jetzt käme ein Bierchen wie gerufen.